Jo, hallo. Ich habe gerade mit einem Nachbarn gesprochen und bin da so vorbeigelaufen und habe ich ihm gesagt, ich sammle Hundescheiße ein, ne? Da meinte er so, ja, wofür? Ja, da meine ich, ja, damit ich nicht reintrete. Ne? Ganz einfach, ne? Und ja, ist echt interessant. Ich wollte euch kurz mal zeigen, wie ich das mache. So, muss man immer umschalten. Und zwar, da ist schon Hundescheiße. Das sind ungefähr ja, 10 bis 15 Haufen, schätze ich mal. Da habe ich hier so eine ja, normale Handschaufel und hier so ein Gerät aus dem, bei Amazon habe ich gesehen, also dass das immer so auch zusammen angeboten wird. Das habe ich jetzt aber aus dem normalen, ja, hier um die Ecke, aus dem Mühle, irgendwie wie das Ding heißt, so eine Mühle, die auch so Öko-Sachen verkauft und so, so. Dann so ein Korb ist geeignet, der sich nicht bewegt zur Seite, nicht in Eimer, weil dann fällt das raus, so mit den zwei Griffen, dann kann man so machen und dann die Scheiße wieder reinmachen. Ja, und dann, ja, und was mir eingefallen ist, oder aufgefallen ist, ich hätte mindestens so viele Haufen, wie ich gefunden habe, hätte ich auch Masken mitnehmen können. Also Masken, die überall rumfliegen in der ganzen Umwelt, ne? Natürlich Müll auch, ne? Aber Masken und Hundescheiße, das ist das, was mich auch am meisten stört. Deswegen, ich habe auch ein paar Masken, die jetzt direkt bei mir in der Nähe waren, die habe ich hier mitgenommen, ne? Und die werde ich dann in den Müll schmeißen. So, hier sieht man das zum Beispiel. Ja, bei solchen Haufen, da kann man nicht mehr viel machen. Da müsste man jetzt einen Schrubber dabei haben und das sauber schrubben. Weil da ist ja schon einer reingetreten, dann sind die so fest. Ja, das wäre auch nochmal ein Projekt, da dran zu gehen. Aber das wäre dann die Stufe 2, ne? Weil da kann man ja immer noch dreckige Schuhe sich holen und so weiter. So. Ja, Leute, ich mach was. Ja, und ich habe die Hoffnung nicht verloren. Ich hatte nämlich auf dem Hinweg, als ich die Sachen besorgt habe, ein paar Fotos gemacht und oder gestern schon. Und mir ist aufgefallen, ein Hundehaufen von den 10, die ich so beobachtet habe, einer wurde weggemacht. Also es gibt noch einen anderen Aktivisten, der von sich aus einfach Hundescheiße wegmacht. Super.